Welches Werk war der erste Arnulf Rainer, den du gehabt hast? Meine erste Arbeit, die ich vom Rainer gekauft habe, 1960, den Absturz. Es ist eine Papierarbeit mit Ölkreide und Öl. Und immer wenn ich Geld hatte und beim Rainer war oder in einer Galerie, dann bin ich wieder abgestürzt. Konnte mir keinen neuen Anzug kaufen und auch kein, gar zu schweigen von einem neuen Auto. Das sind hier 12 Arbeiten, die der Rainer so 1960 gemacht hat. Er hat da etlichen Künstlern geschrieben und sie um die Überlassung einer Arbeit gebeten, die er dann übermalt hat. Es ist ein übermalter Picasso dabei, dann ist ein Fontane dabei, dann ist ein Böckel dabei, es ist ein Miró dabei, ein übermalter, ein Vasarely ist dabei. Das Selbstbegräbnis von Arnulf Rainer, so heißt das. Es hat aber auch noch einen zweiten Titel. Und der zweite Titel mit einem großen Fragezeichen heißt Christus Freud, Christus Leid, Fragezeichen. Ja? Also es ist natürlich, wie viele Künstler, hat sich auch der Rainer ans Kreuz genagelt. Und bei Rainer ist das Leiden erweitert. Ja, hat hier sozusagen viele Aspekte, ist facettenreicher. Rainer ist Ikarus, der der Sonne entgegenfliegt als Hochflieger, aber sich verbrennt und die Flügel haben Feuer gefangen und er stürzt ab. Selbstdarstellung äußerster Dramatik. Äußerster Dramatik, ja. Also ja. Unüberbietbar, wie ein Spiegel, der gerade zerbricht ja. Und auf einen runterfällt. Aber glauben Sie auch, dass für den Rainer dieses Kreuzigungsthema, also wirklich das Blut der Kreuzigung zu zeigen, so vordergründig war? Oder? Die Kreuzform ist eine der ältesten Formen in der Geschichte der Menschheit. Es sind schon oft die Werke großartig, die nicht zu eindeutig sind und die dann eine gewisse Offenheit für Interpretation haben, wo man dann nicht genau sagen kann, ob das ganz richtig ist.